Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal, ein Bestellungsvideo. Und zwar werde ich heute bei Röder Feuerwerk meine erste Bestellung dieses Jahr aufgeben. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich hatte eigentlich nicht vor, dieses Jahr zu bestellen, aber ich habe mir dann gedacht, gut, tust es dann doch und deckst dich noch ein bisschen mit F2 Feuerwerk ein. Und da möchte ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wie sieht's denn aus? Also, die Situation ist momentan oder ja seit einiger Zeit etwas, ja sagen wir mal, angespannt. Hersteller haben teilweise nichts mehr produziert und es ist auch schon sehr, sehr viel im Shop auch ausverkauft, logischerweise, weil sich irgendwie jeder natürlich mit Feuerwerk eindecken will. Und viele ja auch die letzten Jahre jetzt auch eingelagert haben zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz werde ich euch jetzt zu meiner Bestellung mitnehmen und ich werde, wie machen wir das denn? Ich werde jetzt einfach mal hier, es ist, also wie gesagt, wir sind auf der Seite von Röder Feuerwerk, es ist eigentlich so mein Lieblingsshop, wo ich auch am liebsten bestelle und wir werden jetzt einfach mal hier, ich fange immer gerne mit den Böllern und mit den Knallartikeln an, weil ja, das sind so die Sachen, die mir am meisten Spaß machen zu Silvester. Diese Bestellung hier wird wahrscheinlich auch mehr auf Kleinzeug ausgerichtet sein, also weniger Batterien, aber mehr so Kleinzeug, weil das mir einfach am meisten Spaß macht. Aber ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen und zeigen, was ich mir jetzt bestelle. Die Bestellung wird sich so auf rund 300 Euro belaufen. Ich denke, damit kann man schon auf jeden Fall gut was anfangen. Und ja, da sehen wir auch schon hier, derzeit nicht lieferbar. Die Astronaut, gut, die wollte ich mir sowieso nicht holen. Big Cracker sind auch ausverkauft, waren aber eh nicht so gut. Die hatte ich schon. Black Pirate, die sind zwar noch da, aber die finde ich jetzt nicht so gut. Was ich aber sehr interessant finde, ist hier zum einen die Centipede. Das ist von Brückhoff eine Knallkette in Form eines Käfers. Ja, sieht ganz witzig aus. Dann nehme ich auf jeden Fall mal zwei Stück mit. Und pack mir die jetzt einfach mal in den Warenkorb. Was haben wir hier noch? China-Knaller braucht man nicht. Das ist hier sowieso hier wieder alles ausverkauft. Genau. Die Cobra 6 BP Silber. Ja, hatte ich jetzt schon so oft. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, ein bisschen teuer, aber die sind Qualitätskracher aus Italien. Ne, man kennt sie. Aber wie gesagt, die werde ich mir jetzt heute nicht mitbestellen. Genauso wie die Black Cobra, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Was ich mir aber bestelle, was ich ganz witzig finde, sind die Colpo Thunder. Da werde ich mir auf jeden Fall für 4 Euro eine Packung mitbestellen, weil die sind jetzt auch nicht die besten Böller, aber ja, sie sind zu vergleichen mit den von Fire Event, die Roter Corsair. Und ich finde, die sind sogar noch billiger. Finde ich ganz gut und die werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. 20 Stück müssten da in einer Packung sein. Genau. Was ich mir auf jeden Fall auch mitnehmen werde, was ich noch gar nicht getestet habe, sind die Crackling Beam. Das sind 3 Kubis mit einem extremen Crackling-Auswurf. Da werden wir auf jeden Fall mal eine Packung mitnehmen, weil ich die unbedingt mal testen wollte. Die Detonation, die hatte ich schon mehrmals, aber die können wir auf jeden Fall auch mitnehmen, weil die auch echt immer wieder Spaß machen. Deswegen packe ich mir die jetzt mal ein. Ja, ein umstrittenes Thema, der Donnerschlag von Fire Event. Ist jetzt nicht das allerbeste Ding, aber auch den werde ich mir jetzt einmal hier einpacken und dem auch nochmal eine Chance geben. Ne? Es kann ja natürlich auch variieren von Charge zu Charge. Mal kann es gut sein und im nächsten Jahr ist es dann wieder schlecht, man kennt es ja. Aber wie gesagt, da werden wir uns jetzt einfach mal eine Packung mitnehmen. So, hier ist der Kanonenschlag 12er, den hätte ich jetzt gerne mitgenommen, aber ist leider auch schon ausverkauft, weil ihr wieder alles weggekauft habt. genau, dann kubische Kanonenschläge, 10er Pack für 9 Euro, ja, kann man machen, aber werde ich jetzt nicht mitnehmen. Dann nehme ich hier einmal, was ich noch gar nicht hatte, das sind neuartige spanische Böller, die Masclet Falla, da nehme ich mir auf jeden Fall eine Packung mit für 7,95 zum Testen, genauso wie die Masclet Falla Grande, meine Spanisch ist so gut. ist nicht gut. 9,95, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Dann schauen wir mal weiter. Pyropack, nee, das brauchen wir nicht. Dann vielleicht Rapiato 500, nee, hatte ich auch schon so oft, werde ich jetzt nicht mitnehmen. Der rote Corsair, das ist ein Klassiker, den nehme ich mit und ihr seht hier,
Der ist teurer als die Colpofanda. Aber da kann man auch gerne mal so ein Vergleichsding machen. Wo bin ich denn jetzt? Die werde ich mir auf jeden Fall einmal in den Warenkorb einpacken. So, dann habe ich, ich weiß gar nicht, Sauer Kanonenschlag Made in Germany. Werde ich jetzt mal, glaube ich, lassen. Werde ich mal nicht mitnehmen. Fand ich gar nicht so gut. Was ich aber hier auf jeden Fall nochmal mitnehmen möchte, sind die Super Color Masklet Falla. Das ja, sind anscheinend auch handwerklich hergestellt mit Bengalvorbrenner. Mag ich hier total gern sowas. Deswegen werden die mitbestellt. Die Super Masklet Falla. Wir können hier mal ganz kurz reinschauen. Sechs spanische Böller. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hat den Flair. Ah, sie sind von Nordlichtfeuerwerk. Okay, das wusste ich gar nicht. Die werde ich mir auf jeden Fall auch einmal einpacken, auch wenn es teuer ist, 15 Euro. Aber man muss solche Produkte auch mal ja, unterstützen. So, The King, ja, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gehen wir auf jeden Fall mal auf Seite 3. Ist auch ausverkauft. Thunderstring 500 fand ich sehr, sehr gut. Von Rupro Geisha. Die werde ich mir auf jeden Fall einpacken. 5 Euro ist eine sehr, sehr schnell knallige ja, Knallkette. So, was haben wir noch? Die Titanball Groß, die werde ich mir, denke ich, auch einmal einpacken, weil die von Argento auch sehr, sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel haben wir denn? Zwischensumme 84 Euro, es geht ja noch. Schon so viel eingepackt. Und hier, komm, ist noch verfügbar. Die 15er Kubis von Weko. Wahrscheinlich nicht wert, die 13 Euro, aber hey, wir werden sie einfach mal testen. So, dann gehen wir mal weiter zu Leuchtfeuerwerk. Hallo? Leuchtfeuerwerk. Bodenfeuerwerk, Leuchtfeuerwerk. Hier, schauen wir mal hier rein. Ich lasse mir das immer ganz gerne hier alles auf einmal anzeigen, damit mir das, wie gesagt, alles gleich angezeigt. Ist besser für mich. Was haben wir denn? Feuerkegel Nummer 2, Silberrot. Nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir vorher schon mal ein paar Artikel angeguckt und so geguckt, was es noch gibt. Wie gesagt, vieles ist leider schon weg. Hier der Drachenfeuer Gold ist auch ein sehr cooler Vulkan von Röder Feuerwerk. Heulsuse sind natürlich weg. Das ist eher so Hochzeitsdingens. Aber hier, guckt, die Moskitos. Da werden wir auf jeden Fall drei Packungen mitnehmen. Ich habe sage und schreibe keine mehr zu Hause. Nicht gut. Die sollte man immer parat haben. Und es gibt sie noch und sehr billig. Deswegen packen wir die mal auf jeden Fall ein. Big Balls von Xplode. Ja, Klassiker. Das kann man immer mitnehmen. Das ist einfach ein tolles Teil. So, dann eine Neuheit von Funke, die Condor Feuervögel. Ich habe sie noch nicht getestet und ich liebe Feuervögel. Deswegen werde ich mir, warte, das machen wir anders, werde ich mir auf jeden Fall, wo sind sie denn jetzt hier, zwei Packungen einpacken. Ja, weil ich liebe Feuervögel und neue Feuervögel von Funke sind einfach cool. Finde ich. So. Dann gehen wir weiter. Geysir Kaliber C. Nee, hatte ich schon so oft. Dann schauen wir mal weiter. Pyromax Strobo ist eh weg. Tornadowirbel. Nee, finde ich zu teuer. Na, das brauchen wir nicht. Feuerteufel. Kann man auf jeden Fall machen. Werde ich mir jetzt aber nicht bestellen. Was ich mir aber bestellen werde, was glaube ich auch relativ neu ist, die Launchers. Fetzige Feuervögel mit Turbostart. Dann nehme ich auf jeden Fall mal eine Packung mit. Definitiv. Dann gucken wir weiter, was es noch gibt. Höllenfeuer, auch wieder so eine Neuheit, ich glaube, von Funke. Ja, was steht hier? Verschiedenfarbige Bengalfeuer verwandeln sich zu silbernen Kreischfontänen mit abschließenden Silbercracker-Eruptionen. Ja, das klingt super. Das werde ich auf jeden Fall mit einpacken. Sehr, sehr gut. So, was haben wir denn noch? Römische Lichter, Vulkane, Star Connection, das sieht ja interessant aus. 5,95 von Nico Feuerwerk. Ja, verschiedene Vulkane und so. Ja, warum nicht? Die werde ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall einfach mal einmal einpacken. Dann sind wir schon bei 136 Euro. Okay. Da sind die Moskitos wieder. Ne, haben wir schon.
drei Packungen, die bleiben eh immer übrig, aber ich denke mal, drei Packungen gehen auf jeden Fall fit. Dann, oh, die Reckling Balls von, wer ist denn das? Fuhrwerk Total natürlich, wie konnte ich das vergessen? Zwei Packungen packe ich mir da ein, da kann man dann auch bestimmt so einen coolen Crackling Ball Vergleich machen. Und mal gucken. Genau, Funke Cracker Fontaine Set, oh, 15 Euro ist das schon, schon eine Hausnummer, muss man sagen. Also alles muss man dann auch nicht haben, aber ja, zum Testen. Aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe nämlich noch ein paar andere Sachen in Aussicht. Wenn hier nicht alles ausverkauft wäre. ja, das ist auch schon weg. Albatross Family Pack, das finde ich interessant. Vier Albatrosse von Weco in so einem, ja, in so einer Tüte. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Da zahlt man. Keine Ahnung, ich habe Mathe 6. 1,50 für einen Albatross. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und wenn ich den Albatross mitnehme, dann muss ich auf jeden Fall. Na, wo ist er denn? Ganz viel. Was ist denn das? Feuerlicht, okay. Muss auf jeden Fall auch der Vampir mit. Genau, wollte ich gerade sagen. Der ist auch noch da. Ich finde, das ist ein Klassikerartikel. Und den nehme ich mir jetzt einfach mal mit, weil der gehört für mich tatsächlich zu jeder Bestellung dazu, wenn er noch verfügbar ist. Ich mag den ganz gerne. Und deswegen packe ich mir den mal ein. So, was haben wir noch? Wildfire, Funke Silbercracker Fontaine. Nee, muss nicht sein. Wunderwusi, die habe ich ganz vergessen. Naja, gehen wir mal auf die nächste Seite. So, dann, wie geht's weiter? Was haben wir denn noch? Ja, die Klassiker, Lucifer Gold von Panda und so, natürlich alles weg. Curves, auch sehr cool, aber auch natürlich alles schon weg. Also ihr solltet es anders machen als ich, ihr solltet natürlich früher bestellen, dass ihr dann nicht so doof durch die Röhre guckt wie ich jetzt. Viele Seiten haben wir hier gar nicht mehr. Es ist auch schon alles weg. Alles weggekauft. Was gibt's denn noch? Riesen, Funke Riesenfontäne, auch schon weg. Okay. Dann war's das wohl, oder? Für uns. Nee, das ist doch cool. Genau, das ist auch schon auch neu. 1000 Silbertaler, die habe ich geliebt. Damals von Komet, glaube ich, war's. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Das sind 4 Fontänen für 7 Euro. Kann man auf jeden Fall machen. Gibt auch 1000 Rubine, 1000 Kristalle, 1000 Smaragde. Also völlig abgefahren. Gibt sehr, sehr viel. Aber ich denke, das langt schon. So, werden wir mal weiter gucken, weil es dürfen natürlich auch die Bombenrohre nicht fehlen. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Und da hatte ich ein Bombenrohr auf dem Schirm, was ich unbedingt haben wollte. Ich hoffe, der ist noch verfügbar. Jawohl, die Sputniks von Leslie müsste das sein. Ja, wird auf jeden Fall eingepackt. Das sind richtig, richtig coole Bombenrohre mit einem mega krassen ja, Heuleraufstieg und dann einem Zerleger oben. Wirklich, wirklich gut, muss man wirklich sagen. Und dann die Thunder Airbomb finde ich zu den Weco Flashbang sehr, sehr gut, so als Vergleich. Die sind, glaube ich, sogar noch ein bisschen kräftiger. 8 Stück in der Packung, da nehmen wir auf jeden Fall auch mal eine Packung mit. Darf nicht fehlen. Donnerröhren von Nico Feuerwerk für 7 Euro. Lautstark zerlegende zweistufigen Effekten. Ja, okay. Warum nicht? Nehme ich auf jeden Fall auch mal mit. Sehr gut. Und dann hatte ich hier Defender Bombenrohre. Die gibt es halt auch schon so lange. Das ist der Wahnsinn. Es geht nur noch eine Seite. Okay. Da gab es irgendwas mit Zombie. Irgendwas Neues, was ich noch nicht hatte. Zombie-Attack-Bombenrohre von Gau. 15 Euro, das ist natürlich echt eine Hausnummer. Sehr teuer. Aber der Artikel ist noch verfügbar, er ist neu. Ich packe ihn mir jetzt einfach mal ein zum Testen. Ich muss das ausprobieren. So, dann sind wir jetzt schon bei 197 Euro. Dann haben wir noch 103 Euro. Was machen wir? Raketen brauchen wir. Wir brauchen unbedingt Raketen. Silvester-Raketen. So, und da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, die Röder Royal Raketen, die sind sehr zu empfehlen. Also wirklich, diese, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die sind wirklich gut. Also für den Preis 13 Euro. Wirklich sehr, sehr gut. Funke, Argento, Gold Rockets kennt man. Das ist hier eh schon alles ausverkauft. Ich muss mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall Raketen. Shell Rockets, ja, hatte ich auch schon. Triller Raketen sind schon weg.
Rocket Strike sind ganz okay, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Was ich mir aber gerne mit einpacken möchte, das sind die Funky Cracker Schweife. Die möchte ich auf jeden Fall mal testen, weil die hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Und die werde ich mir jetzt einfach mal für 18 Euro werde ich mir die einfach mal einpacken. So, gucken wir einfach mal weiter. Die Gold Rockets wollte ich eigentlich noch haben. Mal schauen, ob es die noch gibt. Iron Pack, ja, das ist auch schon leider alles weg. genau, Gold Rockets wollte ich haben. Wo sind sie denn? Delta Fire, gehen wir mal weiter. Ja, Zinkraketen auch schon weg. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, worauf ihr euch so am meisten freut, von eurer Bestellung, was ihr so bestellt habt. Also da gibt es ja bestimmt immer irgendwelche Artikel, so auf die man sich am meisten freut, um die mal zu testen. Und ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was dieser Artikel bei euch ist. Jetzt muss ich mal hier eingeben. Gold Rockets. Wo sind die denn? Ach hier, Gold Rockets. Okay. Ja, da sind sie doch. Genau, die wollte ich testen. Nehmen wir die. Bin ich einfach dran vorbeigegangen. Jawohl, dann kommt zu allerletzt Batteriefeuerwerk. Ja, und da habe ich mir eine Handvoll von kleineren Batterien ausgesucht, mir schon vorab angeguckt, die mich interessieren. Und das ist zum einen hier die Matrix von Argento. Fand ich für den Preis ganz okay. Brokat, Feuertöpfe zu es ist ein Schreibfehler. Keine Ahnung, auf jeden Fall Brokat Goldbouquets. Ja, fand ich ganz gut. Deswegen habe ich mir die jetzt vorab schon mal ausgesucht. Und ich fand die Hanami, die fand ich auch ganz gut. Die hatte ich auch schon mal. Blue Peonin mit roten Blütensternen. Auch sehr geil. Ja. Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Hier zum Beispiel der Jadedrache ist auch noch verfügbar. Den möchte ich unbedingt auch haben. 11,95. Wollte ich auf jeden Fall testen. Genau. Dann die Snowblind 25S, auch noch verfügbar für 14 Euro. Crackling-Wolken mag ich sehr gerne. Ich liebe Crackling, deswegen muss die auf jeden Fall auch mit dabei sein. Und ja, gucken wir einfach mal. Auf Seite 3. Da ist noch so einiges zu entdecken. Schauen wir mal. Magma, Flora, Blutlust, was ist denn das alles hier? Bellissimo. So viele schöne Sachen. Chiara, 8,95. Blauer Kometenaufstieg zu Titan-Goldweiden mit Verwandlung zu weißen Blinksternen. Werde ich auf jeden Fall auch einmal einpacken. Sehr cool. So. Dann, was haben wir noch? Was ist das? Blutschnee, Rotleucht. Was? Roter Leuchtspuraufstieg zu Silbercracker-Bouquet mit roten, blutroten Sternen. Klingt auch geil. Auch sehr angenehm für den Preis. 8,95 für so eine Batterie. Kann man, denke ich, nichts falsch machen. Hier 25mm Kaliber. Sehr, sehr gut. So, und dann, ja, wir sind jetzt schon fast durch. 289 Euro haben wir jetzt. Dann würde ich sagen, werden wir, was ist das? Scala S25B. Okay, ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Feuerwerksbatterie von Funke. Batteriefeuerwerk Funke, genau. Genau, bunten Peonin und Titanzerleger. Ja, das klingt doch super. 12,95, dann nehmen wir die noch mit. Und dann sind wir jetzt auch bei den 300 Euro schon angekommen. Dann gehe ich jetzt mal ganz kurz in meinen Warenkorb. Lass mir den mal ganz kurz mal anzeigen hier. 304,90 €. Hier könnt ihr nochmal alles sehen. Sehr, sehr cool. Und das werde ich jetzt natürlich bestellen. Und ja, werde das Zeug dann wahrscheinlich auch abholen bei dem lieben Heiko. Weil den muss ich auch mal wieder besuchen. Und ja, das ist auf jeden Fall die Bestellung bei Röder für dieses Jahr. Ich finde ganz okay. Kann man auf jeden Fall machen. Und genau. So Leute, Bestellung habe ich jetzt abgeschickt. Genau. Also ich habe meine Bestellung abgeschickt. Alles erledigt. Und
werde diese Sachen dann natürlich beim lieben Heiko dann auch abholen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde eventuell zu diesen Sachen auch ein Unboxing machen, wenn es euch interessiert. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr euch so für Artikel bestellt habt und ob ihr auch bei Röder Feuerwerk bestellt habt. Meiner Meinung nach der beste Shop, den es in Deutschland gibt. Sehr zuverlässig auf jeden Fall und echt coole Leute dort, die dort arbeiten. Mag ich sehr, sehr gern. Und kann ich wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen und sehr empfehlen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich freue mich auf das nächste Video mit euch und habt einen schönen Tag. Ciao.